Jo, hallihallo Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Runde von Minecraft 3.0. Und wir sind ja immer noch in der Vorbereitung fürs End und wollen heute ins Nether. Dazu werden wir uns noch mit Goldbarren ausrüsten. Das wollte ich nicht. Ich wollte was futtern. Genau, mit Goldbarren ausrüsten. Ja, musst du immer essen, wenn wir hier quatschen, oder was? Auf jeden Fall mit Goldbarren ausrüsten, Leute. Und dann habe ich das Inventar schon so weit ausgeräumt. Ich habe mal einen Sattel hier drin gelassen. Wir haben ja jetzt schon jede Menge durch die Biester, die wir erledigt haben im Raid. Und ich habe Hammelfleisch aus der Kiste hier genommen. Ich hatte das hier in der Kiste drin gehabt, beim Glas. Und dann würde ich sagen, braten wir uns das mal. Und dann packen wir uns Gold ein. Da haben wir ja schon drinne. Nice. So, das kommt noch raus hier, das vergammelte Fleisch. Vielleicht reicht das schon, was wir hier haben. Okay. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns noch einen neuen Lava-Eimer. Nehmen die beiden hier mit zum Auffüllen. Papier und den Weizen können wir auch noch rauslegen. Hier haben wir den Banner von gestern, den Illager-Banner, den oder Illager-Banner. Da haben wir ja, den haben wir ja von gestern, den möchte ich gerne noch irgendwo ranhängen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video, Leute. Und wenn es euch gefallen sollte, lasst mir doch gerne ein Like, ein Kommi und ein Abo da. Zeigt es mir damit. Ich würde mich riesig freuen und ihr könntet mich damit kostenlos in meinem YouTube-Algorithmus riesig unterstützen. Und ihr verpasst natürlich mit einem Abo auch nichts Neues mehr auf meinem Kanal. Bin mal fix auf hier. Genau. So. Hier rein. Hier und das vergammelte Fleisch kommt noch weg. Haben wir hier. Der Weizen muss noch weg. Haben wir jetzt auch keinen Platz drin. Gut. Aber können wir uns aus dem Weizen eigentlich ein Brot machen? Drei Brote sogar, siehst du? Wir brauchen für eins drei Weizen. Nice. Dann haben wir das verwertet. Dann haben wir gleich Brot. Und dann holen wir uns das Fleisch hier raus. Ziehen uns noch Goldschuhe an, würde ich sagen. Genau. Ziehen uns noch Goldschuhe. Müssten wir hier in der Kiste drin haben. Müsste. Jawohl. Da sind sie. Hier haben wir ja auch noch jede Menge Gold. Bei die 23 vielleicht auch noch mit hier. Noch nicht. Genau, und dann ziehen wir uns die Schuhe noch an. Die Schuhe erstmal hier rein. So, Leute, und dann können wir los. Ich würde sagen, wir machen uns auf ins Nether. Und Leute, ich dachte ja gestern, ich habe meinen Harnisch gar nicht angezogen, aber wir haben einen verzauberten Harnisch von irgendeinem Illager bekommen. Und da ist Schusssicher 3 oben. Das werden wir uns, ja, mal schauen. Das werden wir uns noch aufheben. Ich habe gerade gedacht für den Enderdrachen, aber das bringt ja nicht viel. Die sind ja auch günstiger durch den Raid. Aber wir haben jetzt nicht so viel, ne? Ja, komm. Wir machen uns auf ins Nether. Einfach nur, um mit den Piglins zu traden. Wir machen dort nichts anderes. Ich möchte mir einfach Teile besorgen. Wir sind jetzt in Folge 93.
Und ja, wir müssen ja uns dann, sage ich mal, in Folge 99 spätestens auf den Weg zum Endportal machen. Und da holen wir uns jetzt erstmal ein paar Pfeile und mal schauen, was wir noch so bekommen. Vielleicht bekommen wir ja noch irgendwelche geilen Sachen von denen. Und dann sind wir gut ausgerüstet. Auf jeden Fall schon mal. Genau. Das ist der Plan für heute. Und ich denke, der ist auch gut umsetzbar. Gut, Leute. Wir sind auf der Suche nach Piglins. Schauen wir mal, ob wir vielleicht gleich mal irgendwo welche finden. Manchmal geben die ja auch Zauberbücher. Und Leute, ich habe mich mal ein bisschen kundig gemacht. Also beim Angeln hat man wirklich eine größere Chance als am Zaubertisch, glaube ich sogar, an Behutsamkeit ranzukommen. Und ja, da werden wir vielleicht auch noch mal, also das muss jetzt nicht unbedingt vor dem Kampf mit dem Enderdrachen sein, aber würde es schon irgendwie cool finden, wenn wir auch noch mal wieder Behutsamkeit haben. Also ich möchte das eigentlich nicht mehr missen. Dadurch, dass wir ja auch mit der Endertruhe schon gearbeitet haben und so, möchte ich wirklich absolut nicht missen. Und deshalb möchte ich das schon zeitnah sehr. Ja, das war nicht clever. Möchte ich das auf jeden Fall schon gerne zeitnah haben. Genau. Eigentlich auf dem Schwert was oben? Ja, Plünderung haben wir ja auf dem Schwert wieder oben. Enderman! Ich habe auch gelesen, dass man vom Enderman, der einen Block in der Hand hält, dass man von dem sogar auch behutsam bekommen kann. Behutsamkeit. Also, ja. Wäre auch eine Möglichkeit, aber bis jetzt hatten wir ja da noch nichts. Also noch gar nichts, was Zauberbücher betrifft. Aber der soll wohl teilweise auch Behutsamkeit droppen. Irgendwo waren doch hier die Piglins gewesen. Ah, da hinten sind sie ja. Können wir das gleich mal austesten? Vielleicht brauchen wir da auch Glück auf dem Schwert oder so. Ich weiß es nicht. Okay, der hat trotzdem zwei Enderperlen gedroppt. Nice.
Da hinten sind die Piglins. Da ist Schweinekotelett. Ich hab Gold für dich, Dude. Komm mal her. Die anderen alle. Waren noch immer mehr gewesen. Da sind sie. Der droppt da hinten Enderperlen. Dude, komm mal mit. Mich das längste verbrannt.
heute jede Menge Enderperlen. Jetzt, wo wir genügend haben eigentlich. War hier auch noch was irgendwo? Nee, ne? Glaube nicht. Seelenflitzer 3, Leute. Das brauchen wir nicht. Dies brauchen wir nicht. Da jede Menge Feuerwiderstand. Den Enderperlen. Gute Ausbeute. Gute Ausbeute, Leute. Ich glaube, wir sind erstmal fertig hier. Was haben wir denn hier? Seelenflitzer 2. Seelenflitzer 1. Naja, gut, besser als nichts, ne? Aber. Die Tränke sind schon mal gut. Und Pfeile, naja, gut. Haben wir auch ein paar zusammenbekommen. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar zu Hause. Aber da können wir vielleicht auch noch mal zurückkommen. Da können wir vielleicht auch noch mal zurückkommen, Leute. Und können dann gegebenenfalls nochmal Pfeile sorgen. Gut, wir gehen wieder nach Hause. Da würde ich sagen, gehen wir erstmal heim. Schauen mal, wie viel wir insgesamt haben. Und ich glaube, wenn ich einen Raid besiege, dann habe ich quasi in jedem Dorf den Bonus. Ach komm, den Magmastein brauchen wir jetzt nicht. Genau. Gut, Leute, schön. Ist schon eine gute Ausbeute, was wir hier ausgeholt haben. An Enderperlen scheitert es bei uns auch nicht mehr. Das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Nach der letzten Nether-Pleite wenigstens wieder wasserfreudig in zum Nether hier. So, es geht wieder heim. Und dann schauen wir gleich mal, packen wir gleich mal aus. Hä? Das ist doch nicht gescheit. Kompass. 1 Obsidian auch wieder. Weizen, weinender Obsidian, da haben wir jetzt glaube ich auch schon über einen Stack, wenn wir das drin haben. Tja. Was ist mit den blöden Tränken? Warum geht meine Trankquelle nicht hin? Nervt mich immer noch.
Nix. Aber Leute, ich habe eine Idee irgendwie. Also ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, aber ob sie funktioniert, weiß ich noch nicht. Wir können es mal ausprobieren. Probieren geht über Studieren, sagt man so schön. Oh, hier ist ein Schleim. Holen wir uns gleich. Wir haben gar keinen Platz. Komm, lass die paar Dinger hier. Eis. Leute, wir packen erstmal den Obsidian aus. Sehen wir gleich mal. Ah, 64 und 9. Da haben wir nicht ganz so viel, aber das reicht. Genau. Ich packe das mal kurz aus hier. Hier sind die Enderperlen. Da haben wir auch schon fast 2 Stacks. Die stacken sich ja bloß bis 16. Seelensand natürlich auch wieder jede Menge. Wir wollten auch mal die Netherwarzen anpflanzen, ne? Weil wir uns ja eigentlich mal auch Tränke bauen wollten. Ja, das haben wir ganz aus den Augen verloren. Gucken. Machen wir aber auf jeden Fall auch noch. Ey, Harmony. Mist. Ja, Leute, ich glaube, da müssen wir uns noch ein paar holen. Oder warte mal, hier vielleicht? Nee, auch nicht. Hier haben wir unsere Azeloten und Brot haben wir auch hier. Äpfel. Okay, Leute, ich würde erstmal sagen, ich hole mir mal ein Fläschchen oder zwei. Mehr als schief geht. Nee, oder beziehungsweise vier. Wir nehmen uns mal 4 Stück mit. 9. Die Schuhe können ja auch weg hier. Komm mit in die Eisenkiste. War ja auch schon Seelenflitzer, das ist aber Seelenflitzer 2. Okay. Dann hole ich mir mal 2 Fläschchen voller Wasser. Hier unten haben wir ja irgendwo Wasser. War das hier hinten? Fläschchen Wasser haben, bitte. Bekomme ich denn hier kein Wasser? Jetzt, hä? Ach, jetzt sind alle 4 voll. Naja, das wollten wir eigentlich nicht. Ja, dann schütten wir 2 wieder aus. Ja komm, wir können es ja auch trinken. Ist zwar wirkungslos, aber was wir haben, das haben wir, ne? Hab da nämlich so eine kleine Idee, Leute. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber vielleicht könnte es funktionieren. Ich glaube es nicht, aber ich will es nicht unversucht lassen. Das ist mir vorhin so in den Kopf geschossen. Hatte die Idee auch schon mal, aber dann habe ich die wieder verworfen.
Und zwar nehmen wir jetzt hier mal die Tränke raus. Anderen Frank hier nehmen wir auch mal aus und dann machen wir hier unten mal jeweils eine Flasche Wasser rein. Und dann probiere ich jetzt erstmal, was haben wir hier? Feuerwiderstand, Feuerwiderstand, Feuerwiderstand 3, Feuerwiderstand 215, 215. Gut, dann nehmen wir den mal. Das war einmal nix. Das jetzt, wenn ich das mit... Feuerwiderstand. Wenn ich das jetzt mit Feuerwiderstand ging es ja nicht. Ja, ich denke mal, mit dem wird es auch nicht gehen, ne? Das ist ja doof. Na komm, ich kipp noch mal Tränke rein hier, vielleicht funktioniert es ja irgendwie. Auch noch mal. Naja, keine Ahnung. Gut Leute, ich würde sagen, die Zeit ist schon wieder ran. Wir machen an dieser Stelle Feierabend und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ich werde hier noch mal eine Weile AFK vielleicht stehen, höchstwahrscheinlich, um zu überprüfen, ob das vielleicht doch noch mal funktioniert hier. Und dann würde ich mal sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben getradet im Nether, wir haben, ja, sagen wir mal, reichlich Pfeile bekommen. Wir müssen vielleicht noch mal welche holen, würde ich denken. Wenn die Folge euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, zeigt es mir damit. Lasst gerne auch ein Kommi da. Und über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen. Ihr verpasst mit einem Abo nichts mehr. Ist völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick. Bleibt gesund, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Euer Jens.